So, ich freue mich auf ein gemeinsames Workout mit euch. Ungefähr eine halbe Stunde werden wir brauchen und benötigen heute eine Bank oder etwas, wo ihr raufsteigen könnt. Und einen Schläger, ein Handtuch oder eine Matte und natürlich was zu trinken. Wir starten mit einem kleinen Warm-up. Also das Programm heute wird ungefähr so 25-30 Minuten dauern und beinhaltet natürlich ein Aufwärmen, ein Hauptteil und ein kleines Cooldown. Und ja genau, wir beginnen einfach mal mit dem Warm-up. Machen mal so kleine Übungen, um die Hüfte zu öffnen. Also zieht das Bein an, dreht zur Seite, anziehen und bewusst zur Seite drehen, aber stabil im Oberkörper bleiben, so dass ihr pro Seite es ungefähr 5 bis 8 Mal macht. Konzentriert euch. Jawohl. Und noch einmal pro Seite. Schön nach außen drehen. Okay. Beine kurz ausschütteln. Wir machen weiter mit Walkouts. Dafür stellt ihr euch an den Mattenrand. Nehmt die Arme mal weit nach oben. Schaut am besten einmal zu, für diejenigen, die die Übung noch nicht kennen. Kommt nach unten und lauft auf den Händen möglichst weit nach vorne, ohne wegzurutschen, wie bei mir jetzt. Haltet hier die Spannung und kommt wieder zurück. Richtet euch langsam auf, zieht die Schultern zurück und beginnt von vorne. Auf den Händen nach vorne laufen. Weit nach vorne kommen. Einmal halten. Und zurück. So, jetzt. Spätestens jetzt machen aber alle mit. Und wir machen 6 bis 8. Schaut mal individuell nach eurem Tempo, wie das passt. Also 3. Okay. Runter. Beine gerade lassen. Rumpf anspannen. Nehmt euch da richtig Zeit und hört in euren Körper rein. Okay, noch 3 Mal. Noch 2. Und eine letzten. Schultern zurück. Und das war's zu dem Workout. Nächste Übung, Hampelmann, 30 Wiederholungen und auf geht's. Schaut, dass ihr halt wirklich die Arme hinter dem Kopf auch zusammenführt. 10. 20. 20. Und ja, den Puls kurz in die Höhe getrieben. Das war auch beabsichtigt. Und jetzt kommen wir schon zur letzten Übung. Im Warm-up. Schnauft einmal kräftig durch und guckt euch vor allen Dingen jetzt erstmal an, was ich mache. Ich nehme diesen Schläger und komme hier nach vorne in einen Ausfallschritt. Ich fasse ihn etwas also weiter als schulterbreit, möglichst weit nach hinten und drehe jetzt einmal möglichst weit nach rechts und nach links. Und nach rechts und nach links. Also nochmal zur Erläuterung, es geht dabei nicht um den Ausfallschritt, sondern um die Drehung, um die Rotation. Alle bereit? Dann auf geht's. Ausfallschritt, Schläger gut schulterbreit nach hinten, also etwas weiter. Schön nach hinten ziehen, ich zeige es mal von der Seite. Und
Einmal die Rotation nach rechts. Und nach links. Das machen wir viermal pro Seite. Achte darauf, dass der Schläger schön weit hinten bleibt. Zieh die Schulterblätter zusammen. Und noch einmal pro Seite. Letzte Mal. Jawohl. Arme und Beine ausschütteln. Schläger könnt ihr kurz weglegen oder Besenstiel. Und dann hören wir ganz kurz einmal zu. Also, der Hauptteil besteht aus 4 Sets. Und jedes Set besteht aus 4 bis 5 Übungen. Ah, das letzte sogar noch aus 2. Ich brauche diesen Spickzettel, weil es wirklich ein bisschen komplexer ist. Wir machen nach jedem Set 1 Minute Pause. Also, ja, jedes Set wird auch mal, die ersten zumindest nur einmal durchgemacht. Also, die ersten Übungen zeige ich euch ganz kurz. Einmal zeige ich es und dann starten wir zusammen. Also, die erste ist die sogenannte Reißkniebeuge. Das heißt, ihr nehmt die Füße in etwa schulterbreit auseinander. Die Fußspitzen zeigen leicht nach außen. Der Schläger ist relativ weit gefasst und die Schulterblätter zieht es wieder zusammen. Und dann schaut ihr, dass ihr mit geradem Rücken möglichst weit nach unten kommt und wieder hoch. Nach unten und wieder hoch. 45 Sekunden werden wir das gleich machen. Die zweite Übung in diesem Set sind sogenannte Good Mornings. Jetzt lege ich meinen Spickzettel weg, hole ich mir gleich wieder. Dazu legt ihr den Schläger auf die Schulter und kommt wirklich mit geradem Rücken nach unten. Lasst den Blick schön nach vorn oben gerichtet und richtet euch wieder auf. Nach unten und aufrecht. Nach unten und aufrecht. Auch das machen wir 45 Sekunden. Nächste Übung sind einbeinige Kniebeuge rechts. 45 Sekunden, dafür brauchen wir unsere Bank. Oder wo auch immer ihr euren Fuß ablegen wollt. Legt ein Bein ab, das andere ist nach vorn gestellt. Und kommt nach unten und wieder hoch. Und möglichst weit runter und wieder hoch. Nach unten und das machen wir mit dem anderen Bein genauso, jeweils 45 Sekunden. Und die letzte Übung in diesem Set sind Tuck-Ups. Bisschen was für den Rumpf. Ihr legt euch auf die Matte, führt alles zusammen und streckt euch wieder. Legt dabei aber nicht ab. Alles zusammenführen und strecken. Alles zusammen und strecken. So, jetzt habe ich die Übung einmal gezeigt. Dann würde ich sagen, wir beginnen in 9, 8, 7, 6 Sekunden. 3, 2, 1. Also, wir beginnen mit Reißkniebeugen. Achtet drauf, Zehenspitzen gehen nach außen. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Ich zeige es dir auch nochmal von der Seite. Schaut, dass ihr schön weit runterkommt. Letzten 10 Sekunden brechen an. Und kurze Pause. Wir machen weiter mit den Good Mornings. Ich stelle mich mal so rum, dann habe ich die Uhr auch ein bisschen besser im Blick. Also Schläger bzw. Besenstiel auf die Schultern. Und es geht runter. Und hoch. Und runter. Gerade Rücken. Gerade Beine. Und hoch. Runter. Und hoch. Und hoch. Halbzeit.
die letzten 10 Sekunden. Okay. Und Pause. Besenstiel, Schläger, was auch immer. Und es geht weiter mit einbeinigen Kniebeugen. Also Fuß ablegen. Und auf. Geht runter und hoch. Runter und hoch. Runter. Teilt euch hier die Kraft gut ein. Es kann gut sein, dass die Beine schön anfangen zu zittern. Das ist ganz normal. Noch 15 Sekunden. Letzten Wiederholungen. Eine geht noch. Jawohl. Und eine kurz ausschütteln. Seitenwechsel. Fuß wieder ablegen. Den anderen. Achtet schön darauf, dass ihr gerade bleibt vom Rücken. Und los geht's. Ein Ablassen. Runter. Konzentriert euch, lasst den Blick nach vorn gerichtet. Ja, das wird zäh. Hinten raus. Letzten Sekunden. Einmal geht noch. Jawohl. Beine ausschütteln und letzte Übung für diesen Block. Tuck-ups. Also auf die Matte legen. Achtet darauf, dass ihr hier nicht, dass ihr hier kein Hohlkreuz habt. Alles zusammenführen und strecken. Zusammen und strecken. Zusammen. Ihr seht, die Beine legen sich nicht auf den Boden ab. Versucht den Atem schön fließen zu lassen. Und Pause. Wunderbar. Hui. Wir haben jetzt eine kurze Serienpause von einer Minute. Dabei erkläre ich euch die nächsten Übungen. Das sind nämlich genau 4 Übungen, die sich aber sehr ähneln. Also die halten wir auch jeweils nur 30 Sekunden und zwar haben wir den Seitstütz, rechte Seite, dann wechseln wir in den Unterarmstütz, dann gehen wir in den Seitstütz auf der linken Seite und dann gehen wir in den Unterarmstütz, also den Plank Reverse, also das heißt aus der Rückenlage hochdrücken. Das machen wir für 2 Durchgänge, also jeweils einmal rum, 30 Sekunden ohne Pause, dann eine kurze Pause und dann das gleiche nochmal. Gut. Vielleicht bringt ihr auch mal eine Kleinigkeit zwischendurch. Wir starten 10 Sekunden. Fangen wir am besten gleich an. Ich zeige es euch. Also, Seitstütz rechts, jeweils 30 Sekunden. Ganz gut, wenn ihr euch hier, das habe ich jetzt auch gemacht, nochmal so ein Handtuch oder was unterlegt. Weil bei mir persönlich ist es immer so, dass wenn so ein harter Untergrund ist, dann ja, tut der Ellbogen irgendwie mehr weh als alles andere. Und das kann man ja versuchen zu vermeiden. Achtet schön drauf, dass ihr hier gerade bleibt. Ihr könnt auch ein Bein so leicht anheben. Okay, jetzt gehen wir in den Unterarmstütz.
Hier wieder schön gerade bleiben, nicht abfallen. Noch 10 Sekunden. Oh nein, nur noch 2, 1. Okay, und Seitenwechsel. Jetzt den Unterarmstütz zur anderen Seite. Und auch hier wieder schön gerade bleiben. Halbzeit. Ihr könnt den Arm in die Luft strecken. Also wirklich groß ziehen. Noch 5. Okay, und direkt in den Plank Reverse, also aus der Rückenlage hochdrücken. Seid auf den Fersen und hier den Unterarmen und drückt die Hüfte richtig hoch. Machen das jetzt ohne Pause durch. Nach diesen 4x30 Sekunden machen wir eine Minute Rest, also zum Erholen. Und dann das gleiche nochmal. Okay. Ganz kurze Pause. Warum macht man das so? Also wir haben die 30 Sekunden, kann man meist ganz gut halten. Natürlich könnt ihr das auch individuell nochmal verlängern. Aber wie gesagt, die 30 Sekunden sind für fast jeden wirklich machbar, der schon ein bisschen regelmäßiger trainiert. Und ja, dann ist es einfach eine wunderbare Möglichkeit, indem man direkt alles so miteinander mitnimmt und damit wirklich die gesamte Rumpfmuskulatur schön trainiert. Also, weiter geht's. 30 Sekunden, zweiter Durchgang. Unterarmstütz rechts. Da könnt ihr wieder den Arm noch schön in die Luft nehmen, um euch auch selbst daran zu erinnern, dass ihr euch hier strecken wollt. Und das Bein könnt ihr anheben. Da sehnt man das Ende dann manchmal auch herbei. Okay, ihr wechselt in den Unterarmstütz. Schön gleichmäßig atmen. Die letzten 5 Sekunden brechen an. Und dann wechseln wir nochmal die Seite, also den Side Plank auf der linken Seite in diesem Fall. Macht euch groß, lasst es nicht zu, dass die Hüfte abknickt, schön oben bleiben. Das sind schon 30 Sekunden. Letzten 10, spätestens jetzt das Bein leicht anheben, das obere. Okay. Und noch einmal in den Rückstütz. Schön hochdrücken. Ganz bewusst hochdrücken. Letzten Sekunden laufen. Okay. Und langsam ablassen. Damit habt ihr hier die 2 Durchgänge auch geschafft. Wunderbar. Ich schaue mal auf meinen Spickzettel. Steht leider gar nicht mehr so viel drauf. Macht es gerade so Spaß. Aber jetzt wird es wirklich noch mal ein bisschen anspruchsvoller. Und zwar starten wir, räumen jetzt wieder unsere Bank, mit Sprüngen aus dem Sitzen heraus. Kein Schreck kriegen, ich zeige es euch erst einmal. Also ihr setzt euch auf die Bank, die sollte nicht zu hoch und auch nicht zu tief sein. Je tiefer es ist, umso schwieriger ist es natürlich. Setzt euch hin, hebt jetzt das linke Bein mal leicht vom Boden ab und versucht hier wirklich rauszuspringen. 5-mal pro Seite. Hoch, streckt euch. Explosiv wegdrücken. Okay, das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch, also 5-mal pro Seite. Danach machen wir einen Spider-Man. Das heißt, ihr geht in den Unterarmstütz und zieht einfach im Wechsel einmal das rechte Bein an
und einmal das linke. Bleibt aber wirklich ganz stabil im Rumpf und das linke. Okay. Nächste Übung. Da machen wir, brauchen wieder die Bank und brauchen Step-Up, machen Step-Ups. Das heißt, wir gehen explosiv auf die Bank rauf. Einmal mit rechts und einmal mit links. Ups, falsche Seite. Okay. Also unterstützt es auch wirklich, dass wenn ihr hochkommt, aufsetzen und das andere Bein hochziehen und den Arm oder die Hand natürlich mitnehmen. Und das machen wir 10 Mal zur Seite und danach folgen noch Dips. Das heißt, ihr stützt euch wieder auf und führt die Ellbogen zurück und kommt wieder hoch. Schauen wir mal. Da wären 12 bis 15 unser Ziel oder mein Ziel. Ich weiß aber auch, wie das natürlich hinten raus brennt, aber da das vorletzte Set ist, denke ich, sollte das ganz gut klappen. Also diese 1, 2, 3, 4 Übungen, beziehungsweise 5, weil wir einmal einen Seitenwechsel haben, einmal durch. Nicht nach Zeit, sondern nach Anzahl. Werde ich aber nochmal ansprechen und dann kommen wir auch schon langsam dem Ende. Gut, macht euch bereit, setzt euch auf die Bank. Sieht erstmal ganz bequem aus. Rücken gerade, Blick nach vorn, konzentriert euch. Linke Beine leicht anheben, rechte Arm nach vorn und streckt euch. Also und bumm. Rechte geht nach hinten, linke bleibt vorn. Versucht euch richtig rauszudrücken. Ihr seht, es fällt auch mir heute überhaupt nicht leicht. Wichtig ist, das Bein nur leicht anzuheben. Seitenwechsel. Und einen letzten. Okay. Ausschütteln. Spätestens jetzt. Ist richtig warm. Das Wetter tut sein Übriges. Wir machen weiter mit dem Spider-Man. Wer mag, kann sich hier wieder ein Handtuch mit hinlegen. Kann ganz hilfreich sein. Schnauf kurz durch. Holt Luft. Gehen in den Unterarmstütz. Und machen das 10 Mal pro Seite. Also, rechte Bein zum rechten Oberarm anziehen und strecken. Linke Bein zum linken Oberarm strecken. Rechts strecken. Links strecken. Rechts und links. Wenn ich mich nicht verzählt habe, haben wir jetzt 4. Mach den Bauch richtig fest. Sechs pro Seite. Sieben. Acht. Neun. Und das war der letzte. Okay. Einmal auf eure Füße, schnauft mal kurz durch. Wunderbar. Geht's weiter mit Step Up auf die Box oder auf die Bank. Also hier wieder. Zeig's noch einmal kurz und dann könnt ihr auch direkt mit einsteigen. Auf die Bank. Drückt euch hoch. Zieht jeweils das andere Bein mit hoch und geht ruhig ein bisschen auf die Zehenspitze. Bereit? Dann auf geht's. Oh, eins, zwei, drei, vier, fünf. Acht, neun,
10. Halbzeit. Auf geht's. 12. 14. 16. 18. Und einen letzten. Hopp, hoch. Jawohl. Kurz die Beine ausschütteln. Tief Luft holen. Gebt euch nicht mehr als 10 bis 15 Sekunden Pause. Die lange Pause machen wir danach. Okay. Wir machen weiter mit Dips. Letzte Übung in diesem Block. Und auf geht's. 1. Schön weit runter. Ellbogen gehen nach hinten, nicht zur Seite. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. Drückt euch schön raus. 12. 13. Und weil es so schön ist, machen wir noch 5. Kommt, auf geht's. Und noch 4. 3. 4. 2. Und einen letzten. Jawohl. Hui. Ganz schön gebrannt, aber es ist auch schön. Also noch mal eine Kleinigkeit trinken. Dann komme ich schon zum vorletzten Programmpunkt. So, es gibt Dinge, die macht man nicht so gern, aber die sind wahnsinnig effektiv. Dazu zählen unter anderem für mich persönlich auch gesprungene Ausfallschritte. Die sind wirklich hart und ich möchte sie auch jetzt hier nur für denjenigen oder diejenigen empfehlen, die schon bei normalen Ausfallschritten keine Probleme haben. Wer jetzt sagt, oh, ich habe schon echt Muskelprobleme, wenn ich klassische Ausfallschritte mache, der sollte diese gesprungenen wirklich nicht machen, weil es einfach viel zu belastend ist. Aber ansonsten probiert's. Also für die, die es sonst so hart ist, die machen bitte ganz klassische Ausfallschritte und alle anderen versuchen es ruhig mal, die gesprungenen zu machen, so wie ich das jetzt zeige. Dafür geht ihr, ich zeige es auch extra schräg, damit ihr da folgen könnt. Ihr geht in den Ausfallschritt und stoßt euch hoch, springt in den anderen. Schön fest vom Rumpf bleiben, einen geraden Rücken haben. So, und davon machen wir jetzt 5 pro Seite, also 10 in Summe. Und sofort danach machen wir 5 Liegestütze, ganz saubere. Und davon machen wir 3 Durchgänge. Also, sind fast am Ende. Lass uns anfangen. Es geht los in 3, 2, 1 und auf. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 und einen letzten. Und sofort runter auf die Matte. Und 1, 2, 3, 4 und ein 5. Kurz Luft holen. 3 Sets. Denk dran, dazwischen so rund 20 Sekunden Pause. Einfach nochmal neu konzentrieren. Und weiter geht's. Und auf. 1, 3, 5. 7, 8, ups, spätestens jetzt haben wir 10 und runter und auf geht's. Und einen letzten, jawohl, okay, letzter Durchgang. Und
Wieder in die Position. Ausfallschritt. Konzentriert euch. Blick nach vorn. Und los. Eins. Und zehn. Super. Runter. Und nochmal fünf saubere Liegestütze. Okay. Kurz durchschnaufen, bevor wir zum letzten Programmpunkt kommen. Hauptset geschafft. Also Warm-up geschafft. Hauptset geschafft. Jetzt kommt nur noch ein kleines Cooldown. Hui. Setzt euch am besten mal auf die Matte. Genießt das Gefühl, dass ihr jetzt auch echt so eine knappe halbe Stunde richtig gut gearbeitet habt. Schüttelt die Beine ein bisschen aus. Streckt mal ein Bein, das linke, den Fuß vom rechten Bein. Packt ihr an die linke Oberschenkel, Innenseite. Und kommt mit geraden Rücken einfach mal ein Stück nach vorne. Also könnt ihr noch ein bisschen sitzen bleiben und ein bisschen durchschnaufen. Und trotzdem kann euer Körper einfach schon in die wohlverdiente Erholung gehen. Schön mit geraden Rücken. Ich möchte auch immer wieder ermahnen, das ist nicht unbedingt meine Stärke. Ich muss ja mal ehrlich sein. Rechte Bein strecken. Linke Fuß ran. Gerader Rücken. Und gleich nach vorne. Legt euch schon mal auf die Matte, winkelt das rechte Bein an, legt den linken Fuß darauf ab, den Kopf auch ruhig ein bisschen ab und zieht mal den Oberschenkel, also fast mit den Händen hinter den Oberschenkel und zieht den Oberschenkel zu euch. Das Knie drückt ihr dabei nach außen und haltet und lasst den Atem fließen. Schließt euch die Augen und Seitenwechsel. Linke Bein anziehen, rechten Fuß auf dem Oberschenkel ablegen und das linke Bein zu euch ziehen. Und halten. Das rechte Bein mal ablegen und das linke Bein angewinkelt zu eurer Brust ziehen. Lasst die Augen geschlossen. Und noch ein bisschen weiter zur Brust ziehen. Das rechte Bein bleibt auf dem Boden. Jetzt streckt mal das linke Bein. Für alle die, die natürlich auch jetzt vielleicht schon ein bisschen auf dem Zeitfahrrad trainieren, ist auch ganz wichtig, die Oberschenkelrückseite immer mitzunehmen in euren Dehnübungen, gerade wenn es jetzt am Anfang der Saison ein bisschen ungewohnt ist. Fuß mal zu euch ziehen, Fußspitze. Langsam lösen und das Bein nochmal ganz kurz Richtung Brust. Und jetzt merkt ihr, geht es vielleicht schon viel, viel besser. Langsam lösen und die Seite wechseln. Rechte Bein umfassen, linke Bein strecken und das rechte Bein angewinkelt zur Brust ziehen. Das Bein strecken. Und leicht, mit ganz leichtem Zug auch wirklich zu euch bewegen, zu euch ziehen das Bein.
Fußspitze geht nach unten und noch ein bisschen weiter. Langsam aus der Spannung gehen und nochmal das Knie zur Brust. Nochmal jetzt die Arme ausbreiten und mit dem rechten Fuß zur linken Hand. Die Schulter bleibt so gut es geht, auch der Rücken auf dem Boden. Schaut, wie weit ihr kommt. Wenn der Fuß da ist, wisst ihr, okay, das ist ein Bereich, an dem sollte ich arbeiten. Langsam lösen. Und zur anderen Seite rüberkommen. Und langsam lösen. Mal ausschütteln die Beine. Richtet euch langsam auf. Einen kleinen Ausfallschritt, hebt das rechte Bein vom Boden ab, kommt jetzt mal mit dem, also habt das linke Bein vorn und kommt dann mit dem rechten Ellbogen an den linken Knöchel in der Innenseite, dreh dich dort ein und mach dich wieder groß. Hier rein, machen wir 5 Mal pro Seite. Fließende Bewegung, nichts Ruckartiges. Ein letztes Mal. Ja. Richtig reingehen. Dann richtet euch hier ruhig auch nochmal auf. Hände aufschlitzen, Fuß geht zurück, der andere Fuß kommt nach vorn und das gleiche auf der anderen Seite. Rechter Ellbogen geht zum rechten Knöchel auf der Innenseite und aufrichten. Folgt der Hand mit eurem Blick. Fünfmal. Noch 2 und einen letzten. Jawohl. Und jetzt auch noch einmal konzentrieren, aufrichten, Arme in der Luft strecken. Und langsam rauskommen aus der Spannung. Aufrichten. Arme und Beine ausschütteln und ganz ehrlich, erstmal vielen Dank, dass ihr mitgezogen habt und so toll mitgemacht habt. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Aber wer sich so anstrengt und so sauber arbeitet, kann sich ganz sicher eins danach gönnen. Auch um die Regeneration zu beschleunigen. Und das ist ein kühles Erdinger alkoholfrei. Also in diesem Sinne, einen schönen Abend, viel Spaß und bis bald.